Teleport. Wett mal. Speichern. Oh meine Güte. Jetzt kriege ich Medpacks und Granatwerfermunition und einen Gegner, der wahrscheinlich einen Raketenwerfer hat. So, wie viele kommen da? Na? Mal nachladen. So. Was ist denn da passiert? War ich da schon mal? Das sieht so kaputt aus. Grüne Keycard. Das ist ja richtig... richtig normal hier. Das Spiel fängt gerade ein bisschen das Ruckeln an. Zusätzliches Kontrollterminal, Netzzugriff auf Technikebene 9. Das hatten wir, glaube ich, schon mal, ne? Ach ne, wir haben jetzt Zugriff. Irgendwohin. Genau. Ja, lieber zu oft drauf schießen, zu oft drauf schießen als zu wenig. Kommandoterminal, Kontrollsystem der Kraftfelder. Das Feld bleibt inaktiv, ausgenommen, dass der zusätzliche Code nicht via des Hauptkontrollterminals eingegeben wird. Hä? Okay, warte mal. Das Feld bleibt intakt, ausgenommen, dass der zusätzliche Code nicht via des Hauptkontrollterminals eingegeben wird. War das nicht irgendwie das Teil hier? Hm. Das ruckelt gerade ein kleines Stück. Ich fang mal... Ich muss mal kurz nochmal neu starten. Bis gleich. So. Kurz neu gestartet. Und jetzt läuft's wieder richtig schön flüssig. Aber wo müssen wir jetzt genau hin? Ich wette, der Nostalgic Gamer, der wird sich jetzt gerade so ein bisschen die Haare rausreißen, weil er es hundertprozentig weiß. Da ist eine grüne Keycard, die ich schon hatte. Und jetzt wieder habe. Gut. Weil dieses Terminal, das eine hat ja anscheinend, so hat es sich zumindest angehört, irgendwo ein Kraftfeld deaktiviert. Ich gucke jetzt mal rum. Ja, aber hier definitiv nicht. Das heißt, es muss irgendwo in diesem Bereich schon sein, ne? Moment, ich kann es vielleicht austricksen. Oh, das ist aber fies. Das ist echt gemein. Das würde es jetzt mit Bescheißen gar nicht gehen. Was ist damit Hauptterminal gemeint? Das Feld bleibt intakt, ausgenommen, dass der zusätzliche Code nicht via des Hauptkontrollterminals eingegeben wird. Ich bin ja ein Idiot. Seht ihr den Typen da oben? Der gibt den Code nämlich ein. So, und jetzt funktioniert's. Der will mich nämlich nicht durchlassen, der blöde Depp. Sag ich doch. So ein Fiesling. Rote Keycard habe ich nicht. Ah, sie sieht mich nicht.
So, der Solatron ist da unwichtig. Sehr schön. Ich glaube, wir sind kurz vor Ende. Den letzten Kampf kann man sich ein bisschen sparen. Weil letztendlich brauche ich eine Keycard, um in die Rettungskapsel reinzukommen. Und die Keycard liegt beim letzten Endgegner ganz versteckt. Normalerweise bekommt man sie vom Endgegner, wenn man ihn besiegt hat. Liegt sie ganz versteckt hinter ein paar Kisten. Da braucht man sich gar nicht um den Kampf scheren eigentlich. Das war was, was mein Bruder damals irgendwann mal gesehen hat. Okay. Okay. Ja, stirb! So. Hat sich sehr schön in Position gebracht, der Kerl. Und da haben wir ihn auch schon. Den das Kühlsystem. Wenn wir das zerstört haben, dann bin ich der Meinung, dass das Spiel auf Zeit geht. Aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Also da müssen wir schauen vielleicht. So. Ich speichere mich an der Stelle extra. Weg. Ich glaube, da hat man jetzt die komische Tusse schlecht verstanden im Hintergrund. Die Systeme überhitzen jetzt nämlich. Was auch Sinn macht, hatte der Maxis quasi auch gesagt. Das ist weg. Das auch, sehr schön. Blöden Techniker, euer Geld brauche ich nicht mehr. Ja, das Geld wird im Zweier auch irrelevant. Man kann vielleicht sagen, leider, auf der anderen Seite ist halt so. So, Delle. Auf zum Endspurt. Plattform ist kurz davor, in die Luft zu fliegen, aufgrund der Überhitzung des Kerns. Und wir müssen jetzt flüchten. Achso, eine Kamera. Die war ja fies im Eck versteckt. Ah, wieder 5 Munition gekriegt. Ich habe mich gerade schon gewundert, dass meine Munition langsam knapp wird bei dem Ding. So. Ach, die Cyborgs sind jetzt noch in Ordnung. Im nächsten Teil werden die etwas böser, weil das sind die schon der ersten Mist.
Region. Und deshalb ist es auch gerade sehr unintelligent. Ja, ist ja recht. Ich frag mich gerade. So, jetzt ist mal Ruhe hier. Missionsbeschreibung wäre vielleicht nicht so verkehrt. Rettungskapsel auf Ebene 10 finden und von der Plattform fliehen. Und dann haben wir diese Spur durchgeschafft. Mitgemacht, wir haben ja Zeit, ne? Erwischt? Jawohl. Sehr schön. Die Kamera müssen wir natürlich noch killen. Ach nö, ich habe dieses Energieaufladeteil hier kaputt gemacht. Die Kiste. Und ein Solatron. Zwei Solatrons. Ist er tot? Autsch! Ich denke, ich soll abschalten. Ein Glück. Speichern. Bald haben wir es. Waren, glaube ich, echt lange Parts, du. Sehr schön. Vielleicht mal kurz einen Schuss verschießen und nachladen. So. Kurz vor Ende ist immer. Ebene 10. Auf der Ebene ist unsere Rettungskapsel weg von der Plattform. Ich speichere vielleicht nochmal extra. Da liegt ein Toter. Alarmstufe rot. Das ist eine Alarmstufe rot. Obwohl kein Anlass zur Panik besteht, muss sich dennoch jeder zur nächsten Rettungskapsel begeben, um die Raumstation zu evakuieren. Beachten Sie die WEC-Vorschriften. Abgeordnete und Senatoren zuerst. Lieber nochmal extra speichern. Nicht, dass ich mich zeitlich jetzt dann gleich verhau. Alle tot. Lebt niemand mehr. Oh, ich glaube, das ist wirklich schon das Ende. Ja, das dürfte das Ende sein. Jawohl. Wir laufen uns doch immer wieder in den merkwürdigsten Situationen über den Weg. So ein Zufall, Captain. Sie verstehen natürlich, dass dank Ihnen, Silencer, meine Karriere im Konsortium und im Widerstand beendet ist. Ach, was soll's. Ich kenne abseits gelegene Plätze, an denen man mit Geld ein Leben wie eine Königin ganz ohne Sorgen führen kann. Und stellen Sie sich vor, das ist genau das, was ich tun werde. Doch zunächst muss ich Sie loswerden. Sollen wir uns um die Rettungskapsel streiten, Silencer? Sehen Sie, hier ist die Zugangskarte. Das heißt, Sie sind erledigt. Ich bin Sie für immer und ewig los. Hat sie wohl jeden gekillt, die Vargas, ha?
Ich glaube, die kann man so auch gar nicht killen, oder? Ich glaube, man muss jetzt die Kraftfelder da hinten ausschalten. Machen wir das doch einfach mal. So, ich nehme jetzt einfach... Ne, ich will sie besiegen. Das war übrigens die Keycard gerade eben, die ich gemeint habe. Wow. Kann ich die so nicht killen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich hätte die Keycard, um zu fliehen. Na doch, sie ist tot. Gut, keine Zwischensequenz aufgrund des Todes. Und wir haben Crusader durchgeschafft, meine Damen und Herren. Ach. Kein Alarm, nix. Sagen alle Achtung, Verräter. Sie konnten meinen Plan, den Widerstand für immer zu vernichten, vereiteln. Vorläufig jedenfalls. Ich werde gezwungen sein, in monatelangen Anhörungen vor den Senatoren die Zerstörung der Stadt Kiew zu rechtfertigen. Es wird mich auch viel Zeit kosten, die Öffentlichkeit über die Beteiligung Präsident Gossiers an dieser Sache hinwegzutäuschen. Damit wir uns verstehen, als Ausdruck meiner Dankbarkeit, weil Sie das Problem mit Major Vargas so schnell lösten, werde ich Ihnen diesmal den Sieg überlassen und Ihnen keine Steine in den Weg legen. Aber ich hoffe, dass Ihnen klar ist, Silencer, dass ich Sie niemals vergessen werde. Die Welt ist verdammt klein, wenn man sich darin verstecken muss. Das war's, Crusader No Remorse. Warren Spector, wer es gerade eben gesehen hat, der Macher, Schöpfer von System Shock unter anderem, war auch maßgeblich beteiligt an Deus Ex etc. und vielen anderen Spielen, arbeitet jetzt glaube ich bei Disney, bin mir aber jetzt gerade nicht sicher. Genau. Und ich frage mich jetzt halt so ein kleines Stück, ob ich den zweiten Teil anschließe. Denn wenn ich den zweiten Teil jetzt als nächstes Einzel-LP mache, dann wird sich das für euch wird es euch vorkommen, als ob das Spiel niemals aufgehört hätte. Ich überleg's mir noch. Aber jetzt schauen wir uns erstmal ganz kurz noch die Credits an. Vielleicht kommt da noch was.
Richard Garriott. Der Schöpfer von Ultima. Nö, das war's anscheinend. Nun denn, bis zum nächsten Let's Play. Hoffe, es hat euch gefallen. Und tschüss.